Liebe Zuhörer, hier bin ich wieder, Andrea C. Ortolano, denn heute ist ein besonderer Tag, da bekommen Sie zwei Märchen nach Hause. Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die hieß die kluge Else. Als die Else erwachsen war, sprach der Vater: Mutter, wir wollen die kluge Else heiraten lassen. Ja, ja, Vater, wenn doch nur einer käme, der sie haben wollte. Und es kam auch einer von weit, weit her, der hieß Hans. Ich möchte eure Tochter gerne heiraten, aber ich nehme sie nur, wenn sie auch klug ist. Klug? Sprach der Vater. Also kluge, ja, die Else hat Zwirn im Kopf, klug. Die Mutter rief. Und sie sieht den Wind durch die Gasse laufen und sie hört die Flöhe husten. Wenn's so ist, dann ist die Else nicht recht gescheit, oder? Und die Eltern luden den Hans zu Tische ein und schickten die Else in den Keller herab, für den Gast ein Bier heraufzuholen. Die Else, die klapperte mit dem Deckel, damit ihr nicht langweilig werden sollte, und dann ging sie hinunter in den Keller und schob den Schemel vor das Fass und hielt den Krug vor den Hahn und öffnete den Hahn. Just an diesem Tag, da wollte das Bier nicht so recht laufen. Und so ließ die kluge Else, wie sie da so auf dem Schemel im Keller hockte, ihre Augen ein wenig umherirren, damit wenigstens diese nicht langweilig werden sollte. Aber wie erschrak die kluge Else, als sie oben in der Spitze des Gewölbes eine Spitzhacke sah. Oje, oje, Mine, wenn ich den Hans, der da oben bei Tische sitzt, zum Manne nehme und wir bekommen ein Kind und es wird ein Junge und er ist 10 Jahre alt und ich schicke ihn in den Keller herab, etwas zu trinken zu holen und die Hacke fällt ihm auf den Kopf, dann ist er tot. Und so saß die kluge Else dort und heulte zum Steine erweichen. Wie die Mutter merkte, dass die Else nicht zurückkam, da sprach der Vater: Frau, die Else kommt nicht zurück, schick die Magd in den Keller, sie soll sehen, wo die Else ausbleibt. Wie die Magd aber nun in den Keller kam und sah, dass die kluge Else da saß und heulte, da erfrug sie den Grund. Ach, weißt du, wenn ich den Hans, der da oben sitzt, wirklich zum Manne bekomme und wir machen ein Kind und es wird 10 Jahre alt und ich schicke das Kind in den Keller herab, trinken, heraufzuholen und die Kreuzhacke fällt ihm auf den Kopf. Oh. Was soll ich Ihnen sagen? Die Magd, als sie den Grund für Elses Kummer erfuhr, die setzte sich dazu und heulte auch. Frau, sprach der Vater oben bei Tisch, Frau, ihr schickt den Knecht herab, er soll sehen, wo alle so lange ausbleiben. Und der Knecht, der ging in den Keller herab. Und als er sah, dass die beiden Weibsleute da saßen und heulten, und er erfuhr den Grund dafür, setzte er sich dazu und heulte auch. Wie nun der Knecht nicht zurückkam, da ging die Mutter gar selbst in den Keller herab und sie sah, dass alle drei da saßen und heulten. Und sie erfrug den Grund, als sie aber hörte, welches furchtbare Schicksal es eines Tages mit ihrem erstgeborenen Enkel auf sich haben möchte. Oh. Da setzte sie sich dazu und heulte auch und sprach mit letzter Kraft: Lieber Gott, was haben wir doch für eine kluge Else. Verzeiht, werter Gast, sprach der Vater derweil oben bei Tische, denn immer noch wartet der Hans aufs Bier. Und der Vater ging selbst herab, um zu schauen, wo alle so lange ausblieben. Aber ach, wie der Vater in den Keller kam und sah, dass alle da saßen und heulten, und er erfuhr den Grund dafür, da setzte er sich dazu und heulte auch. Um eine Weile sprach der Hans zu sich bei Tische: Aha, nun, ich bin ja nicht von hier, wo ich gelandet bin. Vielleicht warten die unten im Keller alle auf mich. Ich will geschwind schauen, wo alle so lange ausbleiben. Wie der Hans nun in den Keller kam und sah, dass alle da saßen und heulten, da fragte er nach dem Grund, und als er hörte, welches Schicksal es eines Tages mit
seinem und Elses erstgeborenen Kinder auf sich haben möchte, sprach der Hans voller Freude. Oh, mehr Klugheit braucht es nicht für meinen Haushalt. Du bist mir so recht, Else. Jetzt wird's ein bisschen gemischt, denn der Hans, der nahm nun die kluge Else geschwind mit nach oben und machte sie ganz schnell zu seiner Frau. So, vorbei. Also, wie nun aber einige Wochen ins Land gezogen waren, da dachte sich der Hans, er könnte doch die Else mal arbeiten schicken. Else, schau, geh doch zum Feld hinaus und schneid den Hafer. Ja, ja, lieber Hans, ich will gehen und den Hafer schneiden. Und so kochte sich die kluge Else geschwind einen kleinen Brei und nahm das Töpfchen mit zum Feld. Ess ich er oder schneid ich er? Elses Töpfchen war bald darauf leer gegessen. Ganz säuberlich hatte sie alles ausgekratzt. Schneid ich er oder schlaf ich er? Und die Else, die legte sich in die Furche und schlief. Daheim, da dachte sich der Hans, hoho, die kluge Else ist ein fleißiges Weib, die kommt ja nicht mal zum Essen nach Hause. Wie es am Abend aber dunkel ward, da dachte sich der Hans, er wollte das Weib selbst vom Felde holen. Wie staunte aber der Hans, als er zum Feld kam und sah, dass der Hafer nicht geschnitten ward. So ging der Hans geschwind zurück nach Haus, um das Vogelbad mit den Schellen zu holen, schlich sich ans Feld und nähte der Else ganz leise eine Schelle nach der anderen an ihr Kleid, sodass die Else nicht erwachte. Dann ging der Hans zurück nach Haus, verschloss die Tür, setzte sich auf seinen Stuhl und arbeitete. Es dauerte eine ganze Weile mitten in der Nacht, bis die kluge Else in der Furche erwachte. Wie erschrak sie aber, als sie die vielen Schellen an ihrem Kleide vernahm. Oje, oje, Mene, sag mir doch, bin ich's oder bin ich's nicht? Ich gehe am besten nach Haus und frag den Hans, der wird's schon wissen. Und die kluge Else, die rannte übers Feld zurück nach Haus, aber wie staunte sie, als sie sah, dass die Türe fest verschlossen ward. So klopfte sie ans Fenster und rief, Hans? Hans? Ja? Hans, Hans, sag mir doch, ist die kluge Else schon daheim? Ja, hörte man von drinnen Hans Stimme. Die kluge Else ist längst hier. Danke, Hans. Und die kluge Else drehte sich herum und lief mit ihren Schellen durchs Dorf und rief, ach Gott, dann bin ich's nicht, dann bin ich's nicht. Die Menschen im Dorf aber, die Schellen hörten, die öffneten weder Tor noch Tür. Und so lief die kluge Else zum Dorf hinaus und wurde nie wieder gesehen.